Friedrich Leopold Graf zu Stolberg, Dichter des Hains, 1772 bis 1773, Gothmarstraße 1. Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg, Graf Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg, Kurzform Friedrich Leopold Graf zu Stolberg, geboren am 7. November 1750 in Bramstedt, Holstein, damals unter dänischer Regierung, gestorben am 5. Dezember 1819 auf Gut Sondermühlen Melle bei Osnabrück, begraben in Stockkempen, war ein deutscher Dichter, Übersetzer und Jurist. Seine revolutionär-pathetischen Gedichte werden zum Sturm und Drang gezählt. Er schrieb Oden, Balladen, Satiren, Reisebeschreibungen und Dramen. Bekannt sind seine Homer- und Ossian-Übersetzungen. Zunächst mit Johann Wolfgang von Goethe befreundet, mit dem er die Schweiz bereiste, wurde er langfristig eher von den religiösen Gruppen um Friedrich Gottlieb Klopstock, Matthias Claudius, Friedrich Heinrich Jacobi, Johann Gottfried von Herder und dem Münsterschen Kreis beeinflusst. Von 1806 bis 1818 schrieb er eine 15-bändige Geschichte der Religion Jesu Christi. Leben. Friedrich Leopold wurde als zweiter Sohn des Grafen Christian Günther zu Stolberg-Stolberg und dessen Ehefrau Christiane, geborene Gräfin zu Kastell-Remlingen, geboren. Er wuchs in Kopenhagen auf, wo sein Vater Oberkammerherr war. Nach dessen frühem Tod übernahm der mit der Familie befreundete Klopstock seine Erziehung. Zusammen mit seinem Bruder Christian zu Stolberg-Stolberg studierte Stolberg Rechtswissenschaften in Halle. Später wechselten die Brüder nach Göttingen, wo sie mit ihrem Hofmeister Karl Christian Clauswitz am 19. Dezember 1772 in den Dichterbund Göttinger Hain aufgenommen wurden. Gemeinsam unternahmen sie ausgedehnte Bildungsreisen durch Deutschland und die Schweiz. Stolberg wurde wie sein Bruder Christian am 11. Mai 1774 in der Hamburger Freimaurerloge zu den Drei Rosen aufgenommen und dort am 21. April 1775 zum Meister erhoben. In Berlin soll er in höhere Stufen der großen Landesloge aufgenommen worden sein. Er zog sich wenig später vom Freimaurerbund zurück, weil er seinen Ansprüchen nicht genügte. Von 1777 bis 1780 war Friedrich Leopold Gesandter des Fürstbischofs von Lübeck in Kopenhagen. 1789 wurde er dänischer Gesandter in Berlin und von 1791 bis 1800 Präsident der fürstbischöflichen Kollegien in Eutin, wo er zum Eutiner Kreis gehörte. In den 1790er Jahren stand er zudem dem erzkonservativen Emkendorfer Kreis nahe. Im Streit um die von der Aufklärungstheologie geprägte Agenda des Generalsuperintendenten Jakob Georg Christian Adler tat er sich 1798 durch eine anonyme Schrift, die zunächst Matthias Claudius zugerechnet wurde, als deren Gegner hervor. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits Anschluss an den Münsterschen Kreis um die Fürstin Amalie von Galitzin und Franz von Fürstenberg gefunden. Anfang 1800 legte er seine öffentlichen Ämter nieder und übersiedelte nach Münster. Dort traten er, seine zweite Ehefrau Sophie und seine Kinder, mit Ausnahme der Tochter Marie Agnes aus erster Ehe, die mit ihrem Cousin Ferdinand zu Stolberg-Wernigerode verlobt war, am 1. Februar 1800 zur katholischen Kirche über, womit er bei den Grafen zu Stolberg und im protestantischen Deutschland für sehr großes Aufsehen sorgte. Noch 19 Jahre später nahm Johann Heinrich Voss, Göttinger Studienfreund Stolberg und als Rektor in Eutin sein Nachbar, diese Konversion zum Anlass für seine polemischen Schriften »Wie ward Fritz Stolberg ein Unfreier?« 1819 und »Bestätigung der Stolbergschen Umtriebe« 1820. Familie. Seine Schwestern Henriette 1747 bis 1782 und Augusta waren nacheinander mit dem dänischen Außenminister Andreas Peter von Bernstorff verheiratet. Am 11. Juni 1782 heiratete er Henriette Eleonore Agnes, die Tochter des Adam Lev von Witzleben. Nach dem frühzeitigen Tod seiner ersten Frau am 15. November 1788 vermählte er sich am 15. Februar 1790 mit Gräfin Sophie Charlotte Eleonore von Rädern,
Tochter von Sigismund Ehrenreich von Rädern. Werke: Heinrich Christian Boyer veröffentlichte 1783 die Gedichtsammlung der Brüder Friedrich Leopold und Christian unter dem Titel Gedichte der Brüder Christian und Friedrich Leopold Grafen zu Stolberg, herausgegeben von Heinrich Christian Boyer, Karlsruhe bei Christian Gottlieb Schmieder, 1783. Friedrich Leopold schrieb Oden, Balladen, Satiren, Reisebeschreibungen und Dramen, darunter 1784 die Tragödie Timoleon und 1788 die Novelle Die Insel. 1794 beschrieb er seine Reisen in Deutschland, der Schweiz, Italien und Sizilien in den Jahren 1791 und 1792. Friedrich Christoph Perthes, ein Schwiegersohn von Matthias Claudius, veröffentlichte mehrere dieser Schriften. Er übersetzte die Ilias 1778, Plato 1796 bis 1797, Aeschylus 1802 und Ossian 1806. Im Jahre 1815 veröffentlichte er das Leben des Alfred des Großen und in den Jahren 1806 bis 1818 eine 15-bändige Geschichte der Religion Jesu Christi, dazu zwei Registerbände. Sein Büchlein der Liebe und seine Antwort auf ein Pamphlet von Johann Heinrich Voss, kurze Abfertigung der langen Schmähschrift des Herrn Hofrats Voss, erschien erst nach seinem Tode. Einige seiner Gedichte wurden von Franz Schubert vertont. Morgenlied, Abendlied, An die Natur, Auf dem Wasser zu singen, Lied, Stimme der Liebe, Daphne am Bach, Lied in der Abwesenheit, Romanzo,